Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Ich werde ganz oft gefragt, hey, kannst du nicht mal einen PC vorstellen, so um die 1000, 1100 Euro? Und das machen wir heute auch. Dieses Video wird unterstützt von meinem Partner CDK Deals. Dieser ermöglicht euch, Windows, Office und weitere Lizenzen zu Bestpreisen zu erwerben. Falls ihr einen PC ohne Windows 10 gekauft habt, bekommt ihr hier die Möglichkeit, einen offiziellen Lizenzschlüssel zu kaufen. Mit meinem Rabattcode PCHK erhaltet ihr bis zum 31. Dezember 2021 ganze 35% auf Microsoft-Produkte. Zahlen könnt ihr ganz bequem, zum Beispiel via Visa, Sofortüberweisung, PayPal und so weiter. Danach findet ihr den Lizenzschlüssel in eurem Benutzerkonto und könnt Windows in den Einstellungen ganz einfach aktivieren. Wie ihr hier sehen könnt, funktioniert der Schlüssel einwandfrei und ihr habt später sogar die Möglichkeit, kostenlos auf Windows 11 zu upgraden. Wir haben hier CSL mit dem Aufrüst-PC 912 AMD Ryzen 5 3600 für 1057,40 Euro und die Config schauen wir uns jetzt mal an. Zu dem Bild sei gesagt, man hat eine Grundkonfiguration und man bastelt quasi die einzelnen Komponenten mit dabei, deswegen kann das Bild einfach nicht stimmen, das ist klar. Hier ist auch eine Wasserkühlung drin, die habe ich so nicht konfiguriert, von daher ist das erstmal hinfällig. Ein Betriebssystem ist nicht mit dabei, das heißt, ihr braucht einen USB-Stick, am besten erstellt ihr euch den dann mit dem Media Creation Tool von Microsoft und macht dann einfach Windows 10 Pro da drauf, 64-Bit natürlich. Dann holt ihr euch einen Key by CDK und dann könnt ihr das ganz locker installieren, das ist überhaupt kein Problem. Ihr braucht natürlich einen zweiten PC dafür, um diesen USB-Stick zu erstellen. Die meisten haben ja meistens noch einen alten PC zu Hause rumstehen. Als Prozessor, wie soll es anders sein, ein AMD Ryzen 5 3600. Ja, diesen Prozessor, den hatten wir ja schon sehr oft in den Videos, aber ich sag's immer wieder, das ist ein 6-Kerner mit 12 Threads. Es ist natürlich so, wenn ihr streamen wollt, es kommt darauf an, was ihr streamen wollt, für Just Chatting und so reicht das. Wenn ihr aber wirklich AAA-Titel, die sehr CPU-lastig sind, spielen wollt und dann noch streamen wollt, ist der ein bisschen zu klein dafür. Aber zum Zocken reicht er völlig aus. Unterstützt offiziell Dual-Channel DDR4 3200 MHz. Ich möchte nochmal dabei sagen, ich habe jetzt hier auch 3200 MHz RAM genommen. Warum? Weil wir irgendwo in der Preisregion bleiben müssen. Es ist aber allerdings so, dass es Systeme da draußen gibt, die kosten 2000 Euro plus und haben trotzdem nur 3200 MHz. Deswegen lynch mich nicht dafür, wir müssen ja irgendwo in der Preisregion bleiben. Der hat eine TDP von 65 Watt, ich habe dazu auch ein Lüfter-Test-Video gemacht, da kommen wir aber gleich noch zu. Und der kostet 229 Euro bei Mindfactory. Da haben wir auch schon das Thema, wir haben hier einen Deepcool Gamax C40 Luftkühler. Der hat eine TDP von 130 Watt. Ich habe in dem Video, was ich jetzt hier oben auch verlinke, könnt ihr draufklicken, Lüfter getestet, um die 70 Watt TDP, 100 Watt TDP, 150 Watt TDP, 130 ist quasi so in der Mitte zwischen 100 und 150. Der kriegt die Abwärme auf jeden Fall weg. Und der kostet 22,49 Euro bei Amazon. Als Grafikkarte haben wir eine Asus GeForce RTX 2060, Asus Dual RTX 2060 06G-EVO, aber ihr wisst auf jeden Fall, was ihr bekommt. Das brauche ich jetzt nicht alles vorzulesen, das ist eine 2060 von Asus. Die ist natürlich von der Generation her schon ein bisschen älter, aber es gibt jetzt auch eine Neuauflage, weil halt aktuell der Grafikkartenmarkt so beschissen ist, man muss es leider sagen, dass die 2060 jetzt wieder einigermaßen aktuell wird, sag ich mal. Also ihr könnt die meisten Spiele damit zocken, wir kommen auch gleich noch zu einem FPS-Test. Und die kostet 639 Euro bei D-Tech. Ich habe hier wie immer Österreich und Deutschland mit drin, weil ich auch viele Zuschauer aus Österreich habe. Als Mainboard bekommen wir ein MSI B450 Tomahawk Max 2. Natürlich konfiguriere ich euch kein Micro-ATX-Board da rein, das ist ja wohl klar. Ich meckere andauernd, dann kann ich das schlecht machen. Wir haben hier gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kommt die Grafikkarte rein, hier die M.2-SSD, die in diesem System auch vorhanden ist. Den Slot werdet ihr wahrscheinlich nicht nutzen können, hier könnt ihr noch eine WLAN-Karte reinbauen. Hier eine Capture-Karte, eine USB-Erweiterungskarte, wie ihr halt möchtet. Eine dezente RGB-Beleuchtung gibt es auch noch mit dazu. Von den Anschlüssen her haben wir 7.1, USB-C 3.1, USB-A 3.1, Netzwerkanschluss, zweimal USB 3.0, HDMI, DVI werdet ihr nicht benutzen, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. PS-2 werdet ihr auch nicht benutzen, zweimal USB 2.0. Das hier ist der BIOS-Flashback-Button, damit könnt ihr quasi das BIOS updaten, auch ohne Prozessor, aber das werdet ihr auch nicht benutzen. Das ist jetzt natürlich nicht das beste Board der Welt, aber in der Preisregion, denke ich, ist es ganz in Ordnung. Man hätte auch B550 nehmen können, dann wird die ganze Kiste aber wieder ein bisschen teurer. Auf diesem Board könnt ihr dann auch Ryzen aus der 5000er-Serie laufen lassen, dann habt ihr allerdings kein PCI Express 4.0. Das gilt dann für ganz neue Grafikkarten und zum Beispiel M.2-SSDs, die 4.0 können. Aber das macht in so einem System einfach keinen Sinn. Und das kostet 69,87 € bei Mindfactory. Als Arbeitsspeicher haben wir 16 GB DDR4 RAM Dual Channel, 2,8 GB, wisst ihr ja, sehr wichtig, 3200 MHz Kingston Fury Beast. Wie ich immer sage, 16 GB sollten es heutzutage schon sein, auch wenn es günstige Systeme sind. 8 GB ist bei weitem zu wenig, vor allen Dingen, wenn es dann nur Single-DIMM-Speicher wäre. Hier haben wir Dual-Channel, 3200 MHz, geht also genau nach der Spezifikation von AMD. Ich hätte auch 3600er nehmen können, der wäre dann aber wieder zu teuer geworden.
Und der kostet 62,45 € bei Mindfactory. Als Festplatte haben wir eine 500 GB M.2 PCI Express SSD Kingston NV1. Ja, ich weiß, 500 GB ist nicht viel. Es reicht für den Anfang erstmal aus. Wenn ihr mehr Speicher braucht, dann konfiguriert euch eine 1 TB HDD mit dabei. Die kostet so 30-35 €. Wir wollten im Preisrahmen bleiben. Hätte ich jetzt hier 1 TB genommen, wäre das wieder 40 € extra gewesen. Müsst ihr selber wissen. Ihr könnt das immer noch frei nachkonfigurieren. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist jetzt eine Konfiguration, wie ich sie gemacht habe. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 2100 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 1700 MB die Sekunde. Das reicht zum Zocken völlig aus. Und die kostet 42,19 € bei Mindfactory. Als Gehäuse haben wir ein Kohling Stronghold Glas Seitenteil. Ist jetzt natürlich auch nichts Tolles. Klare Sache. Wir müssen aber, wie immer, im Preisbereich bleiben. Und es ist eigentlich ganz in Ordnung, das Gehäuse. Das reicht vom Platz her auf jeden Fall aus, auch für die Einsteigerklasse. Ihr könnt hinterher noch HDDs und SSDs mit reinbauen. Das ist nicht das Problem. Und ihr habt eine Glasseitenscheibe und kein Acrylglas. Haben wir ja letztes Mal auch schon gesehen. Gibt's auch. Das Teil hat auch hinten schon einen Lüfter vorinstalliert. Und vorne haben wir auch einen Lüfter vorinstalliert. Das ist natürlich ein guter Airflow dann. Unten kommt die kalte Luft rein, oben die warme Luft raus. Natürlich, wenn das System hinterher leistungsstärker wird, ihr wollt erweitern, Ryzen 5800 und eine 3070 Ti da rein und so, dann wird das vom Airflow vielleicht sogar ein bisschen eng, aber da werdet ihr wahrscheinlich eher auf eine Wasserkühlung gehen. Von daher, gehopst wie gesprungen. Für dieses System reicht es aus. Vom Platz her reicht es auch aus, was die Grafikkarte angeht. Da könnt ihr hinterher wirklich noch gut erweitern. Und das kostet 51,96 € bei Mindfactory. Als Netzteil haben wir ein 600 Watt BigQuiet Pure Power 11, 92% Effizienz, 80 plus Gold zertifiziert. Ja, in der Preisklasse geht auch Gold zertifiziert. Hatten wir letztes Mal gesehen, geht nicht bei allen. Aber bei dem hier geht's auf jeden Fall. Ist schon ein bisschen teurer, klar, aber man hätte auch ein System Power nehmen können, da bin ich aber nicht der Typ für. Von daher, das ist schon völlig in Ordnung. Das reicht auch für die dickeren Grafikkarten erstmal noch aus. Kommt jetzt bitte nicht auf die Idee, 3080 die da reinzustecken und 5800 Horizon. Das funktioniert dann nicht mehr. Da braucht ihr mindestens so 750, wenn ihr effizient unterwegs sein wollt. Aber wie gesagt, 80 plus Gold zertifiziert, 600 Watt reicht erstmal. Teilmodular ist es auch. Das geht euch natürlich erstmal nichts an. Ist aber auch dann schön für den PC-Hersteller. Der packt euch die Kabel, die er dann nicht benötigt, einfach mit in den Karton. Und das kostet 77,51 € bei Mindfactory. Ansonsten haben wir hier 24 Monate Herstellergarantie, das ist jetzt natürlich Standard. Ansonsten ist nichts mehr ausgewählt. Und dann kommen wir auch schon zum Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und dann kommen wir auf den Gesamtpreis von 1.194,47 €. Das System soll kosten 1.057,40 €. Da seht ihr, ihr seid schon mal günstiger als Selbstbau. Jetzt ist es natürlich so, das liegt an den Grafikkartenpreisen. Wenn die Grafikkarte morgen 200 € günstiger ist, dann ist es natürlich nicht mehr günstiger als Selbstbau. Da steckt man aber nicht drin. Und selbst dann wäre das System noch in Ordnung, weil 100 € fürs Zusammenbauen ist okay. Oder ein Fuffi. Ne, von daher, das geht schon. Dann kommen wir jetzt noch zu diesem angesprochenen FPS-Test bzw. FPS-Video. Das ist ein Ryzen 5 3600 mit einer RTX 2060 in 2021, also das Jahr. Das hat nichts mit technischen Daten zu tun. 1080p und WQHD. Da haben wir zum Beispiel Assassin's Creed Origins 1080p Ultra, also Full HD. Seid ihr so im Average bei 86 FPS. In WQHD schafft die Karte immer noch um die 63 FPS. Assassin's Creed Valhalla 1080p seid ihr bei 71 FPS im Average. In WQHD auf geringen Einstellungen auch bei 69 FPS. Battlefield 5 auf Full HD und Ultra seid ihr bei 104 FPS. In WQHD auf Ultra auch noch bei ca. 80 FPS. Bei Apex Legends seid ihr bei 200 FPS auf geringen Einstellungen in Full HD. In WQHD seid ihr bei 146 FPS im Durchschnitt auf geringen Einstellungen. In Warzone Full HD Competitive seid ihr bei ungefähr 129 FPS. In WQHD auf Competitive Einstellungen 109 FPS. Bei Cyberpunk in Full HD und Ultra seid ihr bei 58 FPS und in WQHD auf Low bei 65 FPS. Ich denke, er versucht wirklich immer bei den 60 FPS zu bleiben, das ist ganz in Ordnung dann. Ihr könnt dieses Spiel natürlich nicht auf WQHD und dann auf High-Einstellungen spielen, dann fängt das irgendwann an zu laggen. Far Cry New Dawn auf Full HD auf Ultra-Einstellungen 89 FPS und in WQHD auf Ultra-Einstellungen 82 FPS. Dann nehmen wir jetzt noch Fortnite, Full HD Competitive-Einstellung 240 FPS. Und in WQHD Competitive Einstellungen 208 FPS. Also alles in allem ein gutes, sag ich mal, schon ein bisschen mehr als Einsteigersystem. Es ist einfach so, es kommt natürlich stark auf das Spiel an. Ihr könnt damit Valorant, Fortnite, Counter-Strike und so locker spielen, klar. AAA-Titel, wenn ihr gewisse Einstellungen vornehmt, mit den Grafikdetails und so, auch ganz locker flüssig spielen. Ihr könnt jetzt nicht erwarten, wenn ihr einen 144-Hertz-Monitor habt, dass die Grafikkarte dann auch 144 FPS ausspuckt. Das funktioniert natürlich bei den kleineren Spielen, bei AAA-Titeln dann nicht mehr so. Es sei denn, ihr dreht die Grafik runter, dann sieht es aber auch matschig aus. Das macht natürlich keinen Sinn.
Ich packe euch die Konfiguration so unten in die Beschreibung rein, klickt da drauf, dann kommt ihr ganz normal auf die Seite. Das dauert dann ein bisschen, bis die geladen hat. So 5 Sekunden müsst ihr schon warten, dann ist die Config mit drin. Packt euch vielleicht noch eine 1 TB HDD mit dabei, weil der Speicher mit 500 GB wirklich sehr begrenzt ist. Dann seid ihr bei ungefähr 1080, 1090 Euro. Aber ich denke, damit wären eure Wünsche soweit erstmal erfüllt. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, joint unseren Discord, wenn ihr noch Fragen habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.